Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Nachrichten für Kinder. Mit Kati und mit diesen Themen. Wir müssen reden. Russlands Präsident Putin kommt nach Berlin. Wir müssen handeln. Regierung beschließt Atommüllgesetz. Und wir dürfen schmökern. Asterix erobert nochmal Rom. Bundeskanzlerin Angela Merkel kriegt am Abend wichtigen Besuch. Gleich drei Präsidenten kommen zu ihr ins Kanzleramt. Russlands Präsident Putin, Frankreichs Präsident Hollande und der Präsident der Ukraine, Poroschenko. Es muss also wirklich wichtig sein. Und das ist es auch. Reden wollen die vier Spitzenpolitiker über die andauernden Kämpfe in der Ukraine und in Syrien. Ob dabei allerdings was herauskommen wird, Markus Pindur ist da eher skeptisch. Der russische Präsident Putin führt derzeit zwei Kriege, einen in der Ukraine und einen in Syrien. Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Hollande wollen Putin dazu bewegen, mit beiden Kriegen aufzuhören. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil Putin sich nicht an internationale Regeln hält. Er ist der Ansicht, dass er den russischen Einfluss in der Welt vergrößern muss und das auch mit Krieg. Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Hollande haben mehrfach gesagt, dass Putin in Syrien schwere Menschenrechtsverletzungen begeht. Die russische Luftwaffe bombardiert Krankenhäuser und Hilfskonvois der Vereinten Nationen. Deshalb fliehen viele Syrer mit ihren Familien nach Deutschland. Auch in der Ukraine kämpfen trotz eines Abkommens russische Soldaten. Wie man Putin davon abhalten kann, ist aber nicht klar. Man könnte ihn unter Druck setzen, indem man Russland bestimmte Waren nicht mehr verkauft. Das nennt man Sanktionen. Aber dafür müssten sich alle Europäer einig sein. Und das sind sie zurzeit nicht. Und wenn alle anderen die von der Partei verbreiteten Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell, 1984. In der heute vor einem Monat vom zweiten deutschen Fernsehen ausgestrahlten Sendung »Der Machtmensch Putin« wird Russland Militärpräsenz in der Ukraine vorgeworfen. Wie in unserer vorherigen Sendung dargelegt, erweist sich diese Darstellung als bloße, unhaltbare Behauptung, ja als unverantwortliche Hetze. Denn die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, konnte nachweislich keinerlei russische Militärpräsenz bestätigen. Demgegenüber ist aber sehr wohl nachweisbar, dass der US-Kongress im letzten Jahr 300 Millionen US-Dollar für die Modernisierung der ukrainischen Armee bewilligt hat, wie der russisch-internationale Fernsehsender RT Deutsch am 19. Mai 2015 berichtete. Schon bevor das Geld floss, hätten die USA 300 Elitesoldaten als Ausbilder in die Ukraine entsandt. Fernerhin seien gemäß einer weiteren Dokumentation von RT Deutsch bewaffnete Männer mit nordamerikanischem Akzent in Militäruniform seinerzeit in Mariupol unmittelbar nach dem Raketenschuss gesichtet und gefilmt worden. Damit wurden Vermutungen verstärkt, dass US-amerikanische private Militärfirmen wie Academy, ehemals Blackwater, in der Ukraine aktiv sind. Ende Juli 2015 machte der Fall von 9 US-Soldaten Schlagzeilen, die einschließlich ihrer Sturmgewehre mit einem Linienflugzeug über Wien in die Ukraine reisen wollten. Die US-Soldaten wurden von der österreichischen Polizei am Flughafen gestoppt, da eine solche Durchreise gegen das Truppenaufenthaltsgesetz verstößt. Doch derart kleine Hindernisse können die USA bei ihrem militärischen Engagement in der Ukraine offenbar nicht aufhalten. Die Grünen im Wiener Parlament wollten es daher genau wissen und stellten eine Anfrage an den österreichischen Verteidigungsminister Gerald Klug von der SPÖ. Bezüglich der Truppentransporte, die die USA 2014 und 2015 über Österreich in die Ukraine durchgeführt haben. Die Antwort von Klug und seinem Stab belegten die Ausmaße, mit denen Washington sich am Ukraine-Konflikt beteiligt. 1310 Transporte von Militärpersonal und schwerem Gerät bewegten sich von 2014 bis September 2015 durch Österreich. Zuzüglich der Aktivitäten anderer NATO-Staaten sind in diesem Zeitraum sogar 3200 Transporte abgewickelt worden. Tendenz anhaltend.
Die österreichische Zeitschrift Kurier verkündet in einer Meldung vom 9. September 2015 unverblümt: Seit dem Umsturz in der Ukraine im Februar 2014 bekämpft die prowestliche Regierung mit Hilfe der NATO die prorussischen Separatisten im Osten des Landes. Die USA liefert der Regierung in Kiew militärische Ausrüstung und das US-Militär bildet in der Westukraine Soldaten aus. Auch stockten die NATO-Staaten ihr Verteidigungspotenzial in den baltischen Staaten Bulgarien, Rumänien und Polen auf. Ukrainische Zivilisten demonstrierten 2015 vor der US-Botschaft in Kiew unter dem Einsatz ihres Lebens, sogar gezielt gegen die Besetzung der Ukraine durch die USA. Darüber schweigen sich die westlichen Medien allerdings aus. Um dieses eigenartige Desinformationsphänomen der westlichen Medien zu beschreiben und als Prinzip auf den Punkt zu bringen, könnte man es vielleicht so ausdrücken. Wenn man die Wahrheit sucht, scheint es sich oftmals so zu verhalten, dass sie 180 Grad entgegengesetzt zu dem zu finden ist, was die westlichen Mainstream-Medien berichten. Stopp dem Medienterror. Massenmedien, allen voran die sogenannten öffentlich-rechtlichen, gehören zu den weltweit gefährlichsten Organisationen überhaupt. Denn Mainstream-Medien sind größtenteils willfährige Handlanger von Kriegstreibern geworden. Menschenfreundlich getarnte Angriffskriege werden allem voran über sogenannte öffentlich-rechtliche Massenmedien gerechtfertigt und zugerüstet. Massenmedien tragen daher eine wesentliche Mitschuld an vielen Kriegen. Langjährige Untersuchungen haben ans Licht gebracht, dass die vielgepriesene Medienvielfalt eine einzige Täuschung der Völker ist. Der Großteil der Massenmedien liegt dazu in nur sehr wenigen Händen. Mainstream-Medien bilden insgeheim die erste und nicht etwa die vierte oder fünfte Macht im Staat. Die Medien sind in den westlichen Ländern zur größten Macht geworden, mächtiger als die Legislative, die Polizeigewalt und die Rechtsprechung. Alexander Solzhenitsyn. Klagemauer TV. Klarheit durch intelligente Analytiker. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Medienklagemauer TV. Das Internet TV. News ab 19.45 Uhr. Medienklagemauer TV ist eine Gegenstimme zu den Mainstream-Nachrichten und ermöglicht es, sich seine eigene Meinung zu bilden. Die anderen Nachrichten. Frei, unabhängig, unzensiert. Was die Medien nicht verschweigen sollten. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.